So. Es geht aber darum, dass wir ein Gleichgewicht finden. Ja, und das Gleichgewicht wäre da, wenn wir kein CO2 mehr zusätzlich ausstoßen. Also wir stoßen das nur noch aus, indem wir atmen und indem die Natur halt auch mit Waldbränden regelt, sag mal so. Ne? Das reicht eigentlich schon. So. Eigentlich ist das eigentlich ganz banal. Eigentlich ist es ganz banal. Das spiele ich jetzt für den Risk-Taker. Es ist ganz banal. Solarenergie, wo funktioniert die denn am besten? Richtig, da wo viel Sonne ist. Und wo ist viel Sonne? Am meisten Sonne ist im Äquatorraum. Sowas ist ungefähr in der Nähe des Äquatorraums. Ist eigentlich eher nördlicher und südlicher Breitengrad oder wie die Dinger heißen. Wüste. Wie wär's denn, wenn man die Wüste mit Solarpanels zupflastert? Und dann ja die Energie auf der gesamten Welt verteilt. Das ist die Idee. Und das Ding ist, man müsste die Wüsten nicht mal zupflastern. Es reicht. Ich habe mal wirklich so ein Abbild gesehen. Das sind allerhöchstens 20%, also allerhöchstens 20%. Wahrscheinlich viel weniger. Ich will jetzt aber nicht zu wenig gehen, aber wahrscheinlich sind es viel weniger als 20%. 20%. Ups, hier ist Werbung. 20%. Also, 20% der Sahara müsste man mit Solarpanels hier einfach zu pflastern. Ne? Und dann hätte man das hingekriegt. Ne? Und wahrscheinlich sind es nicht mehr 20%. Wie man das finanziert, ja, jeder Staat legt, sagen wir mal, zusammen. Ne? Und dafür, ja, es sind sogar weniger als 20%. So. Was? Rechnen? Werbung ansehen, richten, verdienen? Nein. Und das ist eigentlich so eine einfache Idee eigentlich. Was nützt, wenn ein Skorpion einen Sturm hat, der von 100% seiner Energie ist? Ich habe gerade nicht gelesen, was Skorpion habe ich gerade nicht gelesen. Ich müsste euch das Abbild mal zeigen, damit ihr seht, wie viel das sind. So viele, ja, vielleicht, na, ich weiß nicht. Ein paar. Ist jetzt schon ziemlich spät. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Wobei, ich kann ja hier stoppen, ne? Ein Skorpion, also ein Sturm, das sind das. Es geht doch nicht um den Skorpion. Es sind wirklich nicht so viel. Und es das heißt ja nicht, dass man zum Beispiel eine komplette Wüste damit zupflastern müsste, sondern man kann ja das auf mehrere Wüsten theoretisch verteilen. Zum Beispiel Saudi-Arabien könnte das super machen. Das ist nur Wüste. Drei Felder von einem Zombie weg, okay. Würde ich machen. Okay. Ja, mit irgendwelchen Leitungen, was auch immer. Keine Ahnung. Es gibt eine zweite, wo ich kann. Ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Also durch Forschung, was auch immer, ist alles möglich. Also wenn man das wirklich als Idee annimmt, dann würden wir das auch hinkriegen, sagen wir mal so. So genau weiß ich das jetzt nicht, aber irgendwie würden wir das schon hinkriegen. Würde wahrscheinlich jetzt nicht sofort gehen. Nee, doch eben. Mann, irgendwie würden wir das schon hinkriegen. Also, ich denke, wenn da intensivst dran gearbeitet wird, dann würde man das schon in einem Tempo hinkriegen, dass man das immerhin, ja, dass man im Prinzip dieses 2-Grad-Ziel, wie sie das nennen, erreicht hätte. Weil das eigentlich gar nicht so viel Fläche ist. Das Problem ist aber hierbei halt die Konflikte. Ne? Die Länder wollen das nicht, wo das gebaut wird. Zum Beispiel Libyen. So, da gibt es große Konflikte, dass die das nicht einfach nicht wollen. Ich weiß nicht genau warum. Die wollen wahrscheinlich ziemlich, verlangen, glaube ich, ziemlich viel Geld dafür. Oder es wird halt auf dem Territorium von Staaten gebaut. Ne? Die das einfach nicht wollen. So ist es einfach.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Gründe waren. Ich habe mich nicht genau mit beschäftigt, aber im Prinzip wäre es, sag mal, relativ einfach. Es gibt natürlich auch andere Wege, wie man das hinkriegen könnte. Aber so wäre so ein, sagen wir mal, einfaches. Und man müsste ja auch nicht so viel bauen. Also wir müssten ja nicht gleich mit dem Plan rangehen, ja, wir bauen jetzt so viel, dass wir alle versorgen. Man könnte auch schon mal, ich weiß nicht, dass man sehr, sehr wenig Teile, womit man Europa versorgt. Aber wir wüssten ja nicht mal so weit gehen, ne? Das ist halt eigentlich ist traurig. Ich weiß halt nicht, ich bin immer so im Zwiespalt, was auch mit Atomenergie angeht, weil das liefert extrem viel Energie, ist aber halt wegen Atommüll scheiße, ne? Atommüll ist scheiße. Und außerdem ist irgendwann Uran auch alle. Man müsste das halt dann künstlich irgendwie erzeugen, aber keine Ahnung. Jetzt habe ich deine Nachricht überlesen. Autobahn mit Solar zu überdachen. Wüssten ja nicht so, mal. Ja, das wäre schon interessant. Also eigentlich könnte man, es geht halt auch wirklich um Politik, warum man das nicht hinkriegt. Mine sagst du, soll ich setzen? Ich kann ja mal ein paar Minen setzen. Hier. Zum Beispiel. So. Aber ich setze jetzt nicht so viele Minen, denke ich mal. So. Oh shit, da kommt einer. Der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Ich stelle da mal so einen gut hin. Nein, der kann da drüber springen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, was habt ihr noch geschrieben? Also wie die Natur das Selbstergebnis wie Yellowstone, das schon nicht überfällig ist. Genau. Ja, Yellowstone, da ist. Ja, das Ding ist aber, wenn der. Also für alle, die es nicht wissen, was im Yellowstone National Park ist, der befindet sich, glaube ich, in Wyoming, in USA. Das ist so Westen, Nordwesten, so halbwegs. In USA. Und das Ding ist halt, dass dort ein Supervulkan ist. Ja, und der eigentlich schon überfällig ist, der eigentlich schon längst explodiert sein sollte, was aber ein extremes Problem für die USA wäre, wenn der denn ausbrechen würde, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja. Weil ein Supervulkan ist anders als ein normaler Vulkan. Und der würde viele Staaten im Umkreis enorm treffen. Extrem schlimm treffen. Und ja, hoffen wir mal, dass der nicht ausbricht. Weil dann sind, keine Ahnung, im Umkreis von diesem Vulkan 15 bis 20 Staaten sehr schwer betroffen. Vor allem Staaten, wo viel angebaut wird. Getreide so in den USA, die so als Kornkammer von den USA gelten. Ne? Die wären extrem davon betroffen. Da gäbe es extreme Ernteausfälle. Und erst im Umkreis von vielen, vielen tausenden Kilometern, also da wären irgendwie 30 Staaten mit zentimeterhohen ja, Ascheschichten oder was im Prinzip halt da ausgestoßen wird, bedeckt. Und wie gesagt, viel im Umkreis, 10, 15 Staaten wären dann unbewohnbar. Nur die ganz am Osten, die würden wahrscheinlich noch halbwegs verschont bleiben, aber der würde USA extrem zusetzen, dieser Supervulkan, der Ausbruch. Ja, es müsste diese Verschwendung im Ökosystem sein. Das Ding ist halt aber, man redet ja immer so vom Ökoschutz. Das Ding ist aber, wir müssen wirklich verzichten. Wir Menschen, wir mögen es bequem. Wir können nicht verzichten. Mir fällt das auch schwer, ne? Jetzt wird ja gesagt, wir müssen alle kürzer duschen, ne? Ja, und vor allem, wobei im Sommer fällt es mir leicht, kalt zu duschen. Das ist auch viel besser. Weil das viel erfrischender ist im Sommer. Aber es fällt einem halt schwer zu verzichten. Man will eben nicht verzichten. Der springt über die erste Pflanze, habe ich auch gesehen. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, die Pflanze am Anfang mal hinzupacken. Also diesen, der da so frisst. Ironie des Schicksals. Was hat er geschrieben? Ja. Und das Ding ist, quasi wieder irgendwo zwischen Steinzeit. Was heißt eigentlich wieder? Also, das Amerika, was wir kennen, das ist ja aus 1776. Das kennt kein Mittelalter, noch nicht. Das würde das Mittelalter im Nach jetzt verspätet durchleben. Ja.
Mehr Verteilung von oben nach unten. Was meinst du mit mehr Verteilung von oben nach unten? Und das Ding ist, ja, das ist wieder diese geile Werbung. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich werde das nämlich auch als Let's Play hochladen. Das erste ist schon fertig. Also Whisk-Taker, ich werde das bald auch hochladen auf YouTube. So. Was meinst du jetzt mit mehr Verteilung von oben nach unten? So, das Ding ist, wenn die Menschen dann wirklich mal die Auswirkungen merken, weil jetzt sind die Auswirkungen gar nicht so spürbar, noch nicht richtig, es ist schon krass, aber noch nicht so krass spürbar, dann platziere nur eine von den Eiserbsen, der Effekt doppelt sich nicht. Aber die machen ja allgemein mehr Schaden. Oder machen die überhaupt keinen Schaden und bremsen die nur? Ich glaube, der meint Geld- und Ressourcenverteilung, okay. Wenn sich mehr Leute zum Beispiel Solarpanel leisten könnten, vielleicht staatlich gefördert, ja, das müsste definitiv staatlich gefördert werden, dann könnten wir der Umwelt auch was Gutes tun. Das Ding ist aber, die Nachfrage an den Dingern ist schon so hoch, du bekommst halt momentan keine. Ja? Das ist das Problem. Ja, also, wenn das wirklich staatlich gefördert wäre, dann könnte sich ja jeder so ein Ding hinstellen. Ja, das ist schon schade. Ja, staatlich, ich weiß schon. Also, wenn du staatlich schreibst, ich weiß schon, dass du staatlich meinst. Es kann jetzt sein, dass ca. 50% der Güter Geld haben. Ja, aber du konntest die, oder ist, ja, das warst du es. Du gibst doch nicht freiwillig deinen Reichtum her. Ja. Aber es ist schon schade, dass das Ding ist, wenn wirklich alle Menschen auf der Welt gleich leben sollten und zumindest gleiche Voraussetzungen, also mindestens das und das und das haben würden, dann hätten wir ganz viel hier von unserem Reichtum überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Halt unfreiwillig. Ja, was heißt unfreiwillig? Also die Regierungen in unseren reichen Ländern, die würden doch niemals von freiwillig, ja, im Prinzip da unseren Reichtum, sagen wir mal, senken, um den anderen zu helfen. Ja. Das funktioniert leider so nicht. Leider. Es ist halt leider so. Ich weiß nicht, wie man das lösen könnte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, es funktioniert, glaube ich, nicht, dass Leute in Afrika und in Asien, also zumindest könnten nicht alle so leben auf der Welt, wie wir leben. Ja. Aber damit alle so ein Mindestmaß haben, dann wären alle auch bei diesem Mindestmaß. Also, wir müssten schon extrem viel einbüßen, damit alle gleich viel haben. Und das würde keiner freiwillig machen, wenn man wirklich mal merkt, was das heißt, einbüßen zu müssen. Wer essen geht oder in die Heizung anmacht und dann draußen nochmal zum Mond fliegt, dann sind wir schon alle. Ja, also das, ja, das ist ja das Extreme. Aber allgemein unser Leben, dein normales Leben, das Leben, sagen wir mal, eines unterdurchschnittlich Verdienten in Deutschland ist im Vergleich zu vielen Afrikanern und Asiaten Luxus. Ja? Vor allem schau dir schon mal unser Gesundheitssystem an. Ja? Versicherung, Alter, du bist ja in Deutschland, also man muss eigentlich extrem froh sein, in Deutschland zu leben. In Amerika haben ganz viele keine Versicherung, was Dingsversicherung, wie hieß es nochmal? Gesundheitsversicherung, heißt das so? Also, wir können schon froh sein, hier zu leben. Stream hängt. Ja, also um die Extreme. Also die Extreme, die müssen definitiv aufhören. Also jetzt aus Spaß zum Mond zu fliegen, also das jetzt zu so einem, also dass du, keine Ahnung, das aus Spaß jetzt machst, ne? So als Luxusurlaub, sag mal. Ja. Ja, aber da tut halt leider niemand was gegen, weil. Ja. Ist halt schwierig. Wie willst du das hinkriegen? Ist halt. Jetzt kommt Werbung, Alter. Nerv mich nicht. Das Eiserbsen machen denselben Schaden, verlangsamen aber. Okay. Aber dann, ja, also der Infekt doppelt sich natürlich nicht, sagst du. Aber es ist so, dass die ja auch Schaden machen. Also ich brauche den Infekt ja nicht mehr. Ja, so diese Ungleichheit, ne? Aber dann kommen wieder die Leute, die sagen, dass. Also das Problem ist, wenn zum Beispiel diese 20 Jahre verschleppte Digitalisierung.
Digitalisierung ist ja auch so eine Sache. Marco, wie läuft es eigentlich in Underwood Football Manager 2? Auch mittlerweile, also für mich ganz solide, sind halt teurer. Was ist jetzt da? Ach, Dings, Boots, ja, die stelle ich mal hier hin. Ja, es ist halt. In Underwood Football Manager, es läuft okay, würde ich behaupten. Es läuft nicht super. Aber jetzt nach dem Urlaub, ich versuche jetzt halt wieder auf das Maximum bei den Trainingsleveln hoch zu pushen. Und dann hat sich das eigentlich. So. Habt ihr mal schon. Ja, das war ja vor ein paar Tagen. Ich war, wie gesagt, lange weg. Aber das kriege ich wieder hin. Keine Sorge. So. Dann konzentrieren wir uns ein bisschen auf Plants vs. Zombies. Also, das Ding ist, du wirst in Deutschland auch nicht mehr reich durch Arbeit und viele eigentlich nur noch durch Vererben. Ja, hab ich auch gesehen, dass ihr ziemlich krass da seid. Bei uns geht es halt extrem berg. Also, wir haben nur noch 10 Leute im Kartell. Sieht nicht so gut aus. Und ich habe ja einen extremen Fehler gemacht, das weißt du ja, da habe ich noch gar nicht drauf. Also ich habe halt noch kein neues Video gemacht, das werde ich da auch sagen. Ich habe einen extremen Fehler gemacht, habe einen sehr guten Spieler übersehen beim Scouten. Das war halt traurig, aber naja. Da wird jetzt 3 Spieler auf 60, ja, das ist krass. So. Warte, ich will hier so einen Sonnenblut haben. Ey, ich will diesen Sonnenblut haben, danke schon. Was will denn... Tun hier auch mal eine Mine hin. Mine U. So. So, jetzt spare ich mal auf den Eisdude. Ja, weil den Eisdude will ich auch mal sehen. So. Obwohl, da hätte ich ihn jetzt nicht hinstellen sollen. Der wird jetzt gleich angefressen. So. Ja, so Reichtum. Ist schon, ist ja ungerecht, also dass es so viele reiche Menschen gibt, vor allem also die durch Erben reich werden, das ist natürlich eine Sache, das ist scheiße. In Deutschland kannst du gar nicht so richtig reich werden durchs Arbeiten. Die Minen weiterfahren. Okay. Werde ich machen. Ich tu die mal hier hin. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht, wenn ich die dahin tue. Oder soll ich sie noch weiter vortragen? Ja, es wurde ja gesagt, dass die immer eine Zeit brauchen, bis sie sich aktivieren. Ja, ich glaube, das war dann auch die letzte Runde. Das ist jetzt schon halb. Wir haben ja leider ein bisschen wenig gespielt. Tut mir leid. Also ich werde irgendwann spontan Streams machen, wo ich das mehr spiele. Okay. Ich glaube, es ist eigentlich ganz schön, dass wir mal so über andere Themen geredet haben. 3 Felder von Zombies ist das Minimum. So, da oben will ich jetzt noch einen haben, dann habe ich perfekt viele Eiszombies. Eiszombies, sage ich schon. Eiserbsen. Wie sind die nochmal? Erbsenkanonen, genau, das ist der richtige Name. Jetzt gehört im Video, guck mal, ja, aber was soll ich denn sagen? Soll ich da sitzen und zu jedem Spieler was sagen? Natürlich muss ich da über Sachen reden. Natürlich muss ich, soll ich da nur da sitzen und sagen, okay, wieder ein 2-Sterne-Spieler. Oh, noch ein 2-Sterne-Spieler. Oh, noch ein 2-Sterne-Spieler. Das wäre ja langweilig. Da rede ich, es ist ja nicht, ich bin halt zu deep drin gewesen in Sachen. Ich muss halt wirklich richtig aufpassen. Ich muss halt nur so wirklich nebenbei reden. Ich war halt zu tief drin in meinen Erzählungen. Ist halt schade. Der wäre nämlich echt gut. Also für die jetzt nicht wissen, ich habe einen 5-Sterne-Spieler im Prinzip nicht bekommen in einem Game, in einem Fußballspiel, weil ich nicht gesehen habe, dass er 5 Sterne hat und ihn dann halt weggeklickt. Aber immerhin habe ich jetzt 6 Millionen Scheine gemacht, weil
mir das Scouten extrem viel Geld gebracht hat. Ja, das Game ist ganz cool. Weil es wird noch schwerer, denke ich mal. Also bisher sind die krassesten ja die Stabhochspringer, nenne ich die mal. Aber bisher macht mir das echt Bock. Ich glaube, ich sollte dabei. Das Game ist extra sonst. Thank you.